Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind vor der Werkstatt auf der brennenden Mühle und wir machen heute weiter mit dem Auftrag verlorene Seelen. Nicht alle haben die dritte Etappe überstanden und einige Fahrer könnten jetzt etwas Hilfe gebrauchen. Wir haben nicht genug Service Trucks, um alle abzuschleppen, also wären wir dir dankbar, wenn du ihnen helfen könntest. Nicht genug Service Trucks. Gut, wir haben insgesamt 4 Fahrzeuge abzuschleppen. Wir sitzen im Cetros. Haben hier so ein cooles Abschleppding. Verdammt. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Da können wir ausfahren, richtig? Können wir also hier so schön ausfahren. Können wir das Fahrzeug darauf fahren und dann können wir da wieder einfahren. Das ist ja cool. Jetzt muss ich das natürlich wieder andere Richtung. Natürlich wieder rauffahren. Gut. Wir fahren heute vermutlich nur ein Fahrzeug. Und zwar den hier oben. Holen wir ab. Weiß nicht, wie lange wir brauchen, aber ich glaube, für beide reicht mir die Zeit, die ich heute habe, nicht aus. Also das nur schon mal von weg. Ne? Aber da wäre... Moment. Wir machen ja Abschleppservices. Wo ist denn hier meine Warnleuchte? Da. Das heißt, wir fahren mit Blinkelicht. So. Na, dann wollen wir mal los und gucken, wie das so läuft. Ja. So. So, so, so. Genau. Ja, jetzt diesen Abschleppauftrag. Ich denke mal, der letzte ist nochmal irgendwie so eine Art, ja, Rennen, nennen wir es jetzt mal. Das von Phase 2 kann man auch unmöglich Rennen nennen. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. So ultra viel haben wir ja nicht mehr zu tun, deswegen wir haben viel Zeit. Müssen quasi gar nicht hetzen. Und dann machen wir uns wieder, wie gesagt, auch das habe ich in der letzten Folge schon ein paar Mal gesagt, machen wir uns wieder ein bisschen an alte Karten, also so eine Mischung aus alten Karten und Modmaps. Und vielleicht gucken wir uns nochmal neue Modtrucks an, also das heißt neue Modtrucks, die ich bisher noch nicht benutzt habe. Was ich dann noch so finde. Ich werde mal die Tage noch mal durch die Modlisten durchgucken, ob mir da noch irgendwas ins Auge springt. Ansonsten, ne, könnt ihr da wie immer auch gerne drunter schreiben. Anschaue ich sie mir eigentlich immer. Ob ich sie dann nutze, sei mal dahingestellt. Nee, nicht jeder Truck sagt ja auch immer jedem zu. So. Der Baum jetzt abgerutscht, ja. Sehr schön. So, hier vorne war die Stelle, wo wir die Brücke doch abgebaut haben. Dann müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt vorbeikommen. Ich hoffe, wir müssen nicht einmal komplett außen rumfahren. Oder? Ne, das war hier gar nicht. War es noch ein Stück weiter durch? Vielleicht war es noch ein Stück weiter durch.
Okay, dann brauche ich mir gar keinen Kopf machen hier mal ein bisschen Sumpfgebiet, ja okay. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir mit dem Cetros hier ganz gut durchkommen. So, jetzt müssten wir ihn ja, da vorne steht er, genau. Gott sei Dank, jetzt müssten wir ihn ja schon sehen können. Und dann gucken wir mal, wie das hier mit dieser Abschlepprampe funktioniert. Die ersten beiden sind ja auf jeden Fall Scouts. Waren das alle Scouts in dem Auftrag? Gar nicht geguckt. Ich glaube, ich muss noch mal einen Meter vorfahren, weil wir müssen die ja noch runterklappen, ne? Probieren wir das mal. So, verwende Slidebed. Kannst du schon mal hier hochklappen. So, das sollte ja dann jetzt reichen. Dann haben wir da jetzt einen Windenpunkt, mit dem wir den Truck da hoffentlich raufziehen. Verdammt, der Truck hat wieder keinen mittigen Punkt. Hoffen wir, der funktioniert jetzt trotzdem. Zieh mal. Ah, irgendwie passt er trotzdem. Gut, er ist drauf. Sieht erstmal soweit ganz okay aus mit dem Beladen. Das sieht soweit erstmal okay aus. Das heißt, wir gehen wieder erstmal ins Slidebed. Wir ziehen ihn hoch und schon mal hier. Und da. Sehr schön. Und jetzt. Wir können irgendwie nicht verladen. Okay, wir können nicht verladen. Warum auch immer. Fahren wir kurz einen Meter. Der wackelt ganz schön. Oder muss ich erst die Winde lösen? Oder er steht nicht ordentlich drauf. Lass mal kurz die Winde und guck mal, was passiert. Ah, jetzt. Ah, wir müssen die Winde lösen. Zack. Okay. Okay. Gut. Dann fahren wir wieder zurück, ne? Und liefern da gute Gefährte mal ab. Er ist jetzt natürlich ein bisschen weit nach rechts verschoben, aber wie gesagt, dadurch, dass er keinen mittleren Windenpunkt hier hatte. Ist das, glaube ich, ein bisschen normal. Aber die Strecke war jetzt auch nicht, würde ich jetzt mal behaupten, war jetzt auch nicht so schwierig, dass wir da irgendwie Probleme kriegen sollten. Wir sind vielleicht ein bisschen schnell unterwegs. Jetzt auch noch Ladung drauf. Eigentlich müsste ich dem Cetros noch eine andere Farbe verpassen. Der braucht ein knalliges Orange eigentlich so. Und dann mit den Dachspoilern, mit diesen Dachflashleuchten. Wer ist denn die Dinger hier? Anleuchten. Genau, das ist der Wort. Würde, glaube ich, auch ganz gut aussehen, so als Abschlepptruck. Aber schön, jetzt haben wir
alle Varianten, wie wir die Fahrzeuge hier abschleppen können, haben wir dann jetzt auch endlich durch. Wir haben sie einmal mit der Winde geschleppt. Was heißt einmal? Wir haben welche mit der Winde geschleppt. Wir haben welche mit dem Kran oben auf die Ladefläche gepackt und dann weggebracht. Und jetzt haben wir hier dieses, was halt dafür da ist, um Fahrzeuge zu verladen. Dieses Sideboard. Diese Abschleppbühne nehmen wir es jetzt einfach mal. Haben wir jetzt auch. Ja, dann das heißt, wie gesagt, wir machen jetzt nur ihn hier. Die anderen bei drei machen wir dann beim nächsten Mal. Also, ich weiß nicht, ob wir alle drei beim nächsten Mal schaffen. Die sind ja schon zum Teil ein bisschen weit auseinander. Aber guck mal. Ne? Ansonsten läuft das hier ja ganz gut, ne? Nachdem wir in der letzten Folge auch so viel Glück gehabt haben. Was heißt Glück? Das war ja Können. Ich habe ja bewusst wieder den Price-Up-Anhänger genommen. Aber das war das Glück hatten, dass der umgekippt ist. Hat mir eine Menge unnötige Zeit gespart. Die ich dann wieder gebraucht hätte sonst, um einen Kran zu holen. Der Klassiker. Ja gut, da sind wir auch gleich schon wieder da. Dann ging ja doch recht fix. Bei den zweiten schaffe ich trotzdem nicht mehr, glaube ich. Deswegen bleiben wir bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, wir schleppen nur den ab. Und kümmern uns dann beim nächsten Mal. Nee, dann machen wir beim nächsten Mal vielleicht wirklich alle drei und wenn die Folge zu ultra lang werden würde, kann ich das ja auch mal wieder timelapsen. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Dann haben wir da ein bisschen Ausgleich. So, Achtung. Das Lieferfahrzeug ist da. Bitte nicht so fahren. So. Das einzige Problem ist, wie kriechen den jetzt hier runter? Moment, das müssen wir natürlich jetzt abladen, müssen wir den ja jetzt auch noch. Wir gucken mal. So. Dann wollen wir möglichst weit am Rand. Und dann machen wir den schon mal auf. Nee, stopp. Ellen. Dann laden wir den jetzt hier ab. Mal gucken, ob er von alleine gleich runterrollt. Natürlich nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Geh ich hier runter. Der will nicht runter. Moment, können wir da einsteigen? Nee. Kriechen den jetzt? Aha. So.
Ja, gut. Er ist unten. Alles gut. Sehr schön. Dann machen wir unsere Ladefläche wieder in Ausgangszustand. Zack. Da wir ja fertig sind mit Abschleppen für heute, Warnlichter aus. Motor aus. Gut, das lief doch ganz gut. Wie gesagt, das Abladen war jetzt ja ein bisschen rumgefrickelt, dass er da runterrollt. Aber okay. Ja, wie gesagt, heute eine kurze Folge. Beim nächsten Mal wieder wie immer. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.